Zack. Na. Willkommen zurück, liebe Doom 3-Freunde. Hör auf. Ich komme hier gar nicht zu Wort. Wir waren hier stehen geblieben, unten im Reich des Todes anscheinend. Und wollen jetzt mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich muss ein bisschen leiser auf meinen Kopfhörer machen. So. Große verwinkelte Räume, juhe. Ja, war jetzt nicht sehr männlich hier oben hin zu flüchten, aber hey, es war sehr überlegt. Leben brauchen wir nicht. Wollte doch sagen, da höre ich doch jemanden ranstampfen. Ich weiß immer noch nicht, was diese Spritzen bringen. Ich hoffe, ihr entschuldigt es, dass dass meine Stimme heute ein bisschen angegriffen ist, aber ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich im Moment schon wieder den Hals zu tun habe. Eigentlich absolut Verschwendung von der Plasma. Hier. Hätten wir mal lieber mit einem Sturmgewehr oder so. Okay, wir sollen den Service Lift aktivieren, der uns nach unten führt. Der natürlich offline ist. Die Panzerfaust war vielleicht minimal übertrieben. So. Haben wir geschafft. Und der Lift fährt wieder. Was? Was war das denn jetzt? Halt die Fresse. Aha. Blöden Spinnen, ey. Zum Glück können die nicht so viel. Service Lift called to station. Ach du grüne Neune. Ich hab uns schon wieder explodieren sehen.
Mit dem Teil fahren wir dann jetzt runter, oder was? Und das ist sicher. Ich warte nur, dass uns irgendwas hier auf die Plattform springt. Was? Oh Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Das heißt, wir müssen dann nach unten. Beschwörer-Typis müssen immer als erste tot sein, ansonsten haben wir ein ernsthaftes Problem. Mit seinen Ninja-Moves, ey. Oh. Alter. Das ist meine Lieblingsknarre. Erstmal weg, nehmen wir die Pumpgun. Ist auch okay. Ich weiß auch nicht, wann das kam, dass auf einmal die Plasma Rifle meine Lieblingsknarre ist, aber sie ist es. Ich will dreimal speichern. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Dreckige Dreckspinne der dreckigen Dreckhaftigkeit. Locate the Security Card. Okay, wir brauchen so eine Security Card. Zack, zack. Das Leben wollen wir ja nicht verschwenden da unten. War so klar. Die Leiterklettermechaniken, die waren damals noch nie so geil wie heutzutage.
Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und X solltet machen jetzt, oder was? Kein Kommentar. Außer vielleicht. Fuck. So, liebe Freunde. Versuch Nummer 2. Diesmal habe ich auch gespeichert. Zack. Na. So, Versuch Nummer 3. Wohin, wohin? Trotzdem ordentlich Leben verloren. Das speichern wir erstmal. Unheimlich viel Munition. Ich schon, aber ich brauche Leben. Atze. Gib mir Leben. Oh, da. Who are you? What are you doing here? You're gonna attract attention and then they'll come. Get out of here now. Take that key card. It'll help you get to the surface. Der versteckt sich hier unten einfach. Okay. Ach. Es gibt also doch noch einen einfachen Weg. So, auf jeden Fall haben wir jetzt diese Keycard. Bin gerade hochkonzentriert. Oh, wie kommt man da hin? Ach komm! Das ist doch 100 Pro, ist das so? Nee. Wo ist denn der dritte? Waren noch drei, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Achso. Okay. Cool. Unnütz, aber cool. Sowas liebe ich, ja. Wir schauen uns mal die PDAs an. Oder das PDA ist ja wohl nur eins. User E-Mail. Generator repairs needed. Der Generator muss repariert werden. Sorry, old Paul.
Da entschuldigt sich einer bei seinem alten Kumpel, Old Paul. Da hinten ging aber eine Leiter hoch. Schön im Schatten versteckt, das heißt, hier gibt's bestimmt was zu holen. Ach, das ist das, was wir von draußen gesehen hatten. Ne? Ja, genau. Cool, Augen auf beim Eierkauf. Mal, ob wir alle Waffen nachgeladen haben. Oh, ich habe so Probleme mit der Stimme. Der war cool animiert, war, wie der hier hochkam. Ich hab hier bloß so einen Schatten gesehen. Wahrscheinlich besser, wenn wir mit der Pumpgun unterwegs sind. Scheiße. Aua. Natürlich kommt da so ein großer, Alter. Scheiße! Ich speichere jetzt mal nicht, obwohl wir haben hier ein Medipack. Krasse Scheiße! Da habe ich mich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Na? Wie es hinter dieser riesenschweren Tür weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Doom 3. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir viele Federn lassen mussten. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut.